Jener Tag im Wald. War der Tag, an dem sich alles veränderte. Messing up your hair. They'll trip you up, give you a flat tire, or make your socks go missing in the dryer. Yo, I make mischief anywhere, and you may not even believe they're there. Let me introduce you to my friend. He's found a way to connect with them. He's got a yo-kai. He's got a supernatural entourage. He can talk to the spirits. He doesn't have to fear it, and they're always gonna. You know he's got a yokai watch. Yokai watch. Yokai, yokai watch. He can talk to the spirits. He doesn't have to fear it, and they're always gonna hear it, 'cause you know he's got a yokai watch. Und damit begrüße ich euch einmal zu meinem neuen Let's Play, direkt erstmal zu Beginn versprechen, genau so hat das auszusehen. Wir spielen gemeinsam Yo-Kai Watch für den 3DS. Da demnächst der dritte Teil rauskommt, möchte ich jetzt anfangen, diese Serie auch auf meinen Kanal zu bringen, da ich ein absolut großer Yo-Kai Watch Fan bin. Momentan spiele ich selbst, spiele auch privat. Ich mache momentan noch ein paar, in meinem Spielstand hier ein paar Sidequests, aber das soll uns nicht kümmern. Wir fangen jetzt komplett neu an, wir werden das Spiel spielen und mal gucken, was hier abgehen wird, worum es die Story dreht und so. Ich bin jedenfalls ein sehr großer Yo-Kai Watch Fan. Ich mag die Spiele sehr gerne. Ich kenne zwar nur den ersten Teil, auch im zweiten Teil ein bisschen was, aber ich freue mich trotzdem absolut auf den dritten Teil und der wird auch noch auf dem Kanal kommen. Ich nehme das LP auch ein bisschen im Voraus schon auf. Also ihr werdet den ersten Part erst viel später sehen, als ich den gerade aufnehme. Und ja, wir fangen jetzt hier einfach mal eine Datei an und wählen unser Geschlecht aus. Yo-Kai Watch, ja, ist in Japan eine ziemlich beliebte Serie, bei uns, ja, ist im Prinzip, man kann es irgendwo eventuell mit Pokémon vergleichen, machen zumindest viele. Ich selbst, ja, sehe eigentlich nicht so wirklich, wie man das vergleichen kann. Klar, das Spielprinzip ist irgendwo ähnlich. Man fängt Monster und dann geht was ab. Aber eigentlich ist das Spiel irgendwo komplett anders als Pokémon. Von der Struktur her und so. Und deswegen würde ich Yo-Kai Watch nicht unbedingt mit Pokémon vergleichen. Aber egal, dazu später mehr. Wir fangen jetzt hiermit an und gucken mal das Intro uns an. Let's go! Tada! Wow, die sind echt stark. Hast du die alle selbst gefangen? Ziemlich cool, was? Ja, hinter unserem Ferienhaus gibt es einen Wald. Dort gibt es eine Menge Käfer. Ich finde eigentlich immer seltener. Ich habe auch die meisten davon gefangen. Freddy war da viel zu zimperlich. Hey Marvin, sammelst du nicht auch Käfer für dein Sommerprojekt? Ja, ich kann mich noch nicht wirklich dazu motivieren. Du hast bestimmt auch keinen einzigen Käfer gefunden, habe ich recht? Ich werde, du bemalst eine Spinne und behauptest, sie sei ein seltenes Insekt. Komm schon, lass ihn in Ruhe, Bär. Marvin, geht es ruhig an. Ja, und außerdem, ich habe schon ein paar gefangen. Viele sogar.
deine Beweise ist. Ja, was sind diese vielen Käfer, die du schon gefangen hast, hm? Naja, ich hab sie nicht hier. Hätte ich sie hier, würde ich sie euch zeigen. Dann bring deine Sammlung an getrockneten Fruchtfliegen nächstes Mal mit. Ja, das sind unsere Protagonisten irgendwo, also unser Protagonist sind wir halt. Der heißt eigentlich Nathan. Ich habe ihn jetzt Marvin genannt, weil ich halt so heiße. Und das sind Freddy, Bear und Katie, sind halt Freunde. Und die werden noch ein paar Auftritte im Spiel haben, die anderen drei. Und ja, sag uns Bescheid, wenn du bereit bist, deine Sammlung vorzuzeigen. Ja, wir machen, Freddy. Ich habe das Spiel übrigens 2016 irgendwann angefangen, dann sehr lange pausiert. Ich habe es als Let's Play zu Ende geschaut gehabt und privat dann irgendwann nicht mehr gespielt. Und jetzt vor kurzem habe ich wieder voll Bock drauf bekommen, weil ich halt zum einen erstmal beenden wollte und dann auch von der Ankündigung von Yo-Kai Watch 3 gehört habe, vom Westen. Und ich mir dachte, okay, dann spiele ich den ersten Teil für mich privat fertig und fange dann auch mal das LP an, schon mal aufzunehmen. Und ja, dem werde ich es zeigen. Ich werde super seltene Käfer fangen, jetzt. Mit dem Insektenfangnetz. Und ja, so beginnt das Spiel. Wir fangen noch keine Yokai, sondern Insekten. Also, es gibt auch keine Yokai im Spiel, es geht nicht nur um Insekten. Warte, wo soll ich diese super seltenen Käfer eigentlich finden? Hm, vielleicht versuche ich es mal im Park. Ja, da gibt es bestimmt welche. Ich sag nur kurz mal Bescheid. Ja, so, das ist hier Steuerung, bla bla bla, brauchen wir nicht. Genau, und muss damit nochmal reden. Oh, das ist voll cool, das hier über die Capture Card zu spielen, nicht auf einem kleinen 3D-Bildschirm zu sehen. Hey Mama, ich gehe in den Park, um ein paar Käfer zu sammeln. Ist gut, aber bleib nicht zu lange. Verstanden. Oh, Marvin, hast du deinen Tagebucheintrag für den Sommer fertig? Ja, sicher. Netter Versuch. Du hast vergessen, was du gemacht hast, wenn du das nicht aufschreibst. Ich werde es machen, versprochen. Na gut, viel Spaß. Ja, das ist Speichern. Wir können halt, hier das Menü öffnen und hier speichern. Und da erstmal unser wundervolles Abenteuer-Tagebuch anfangen. Jetzt seht ihr auch, wann ich aufnehme hier. Da könnt ihr mal gucken, wie lange es gedauert hat, bis das LP offiziell startet. Ich habe schon mal, wie gesagt, ein bisschen früher aufgenommen, weil ansonsten hätte ich das nicht mehr geschafft, das hochzuladen und so. Also rechtzeitig hochzuladen, weil ich studiere ja bald und deswegen produziere ich jetzt ein bisschen für die Zeit vor. Sondern spielt halt mir gerade, da ist der Park, da musst du hin. Und ja, jetzt bekommen wir auch unten so einen schönen Navigationspfeil für Dumme quasi. Ja, wir haben auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung hier, also so eine Ausnahmeanzeige. Wenn die leer ist, dann hinken das mal ein bisschen. Und immer wenn er irgendwie über die Straße geht, also jetzt von hier nach unten, das hier betätigen, ganz wichtig. Jetzt nicht nur, weil ihr auf die Straßenverkehrsordnung hören wollt quasi, sondern weil wenn ihr das nicht macht, dann passiert irgendwas, was ganz Böses. Aber das will ich natürlich noch nicht verraten. So, jetzt sollen wir hier in den Bäumen nach Käfern schauen. Ein spannender Beginn. Schauke, macht so viel Spaß. Käfer zu fangen sieht aber auch nach Spaß aus. Möchtest du tauschen? Ja, eigentlich nicht. Jetzt haben wir hier eben die Käfer und ja, ich weiß, bla bla bla. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, liebes Spiel. Also wir können jetzt hier auf dem Touchscreen quasi dahin und müssen jetzt hier im richtigen Augenblick A drücken, um die eben zu fangen. So, und dann haben wir unsere erste Zikade. Den ersten Käfer, eine grüne Zikade. So, dann können wir jetzt hier zu dem Baum gehen. Was geht bei dir ab? Bist du hier, um Käfer zu fangen? Hm, ich frage mich, ob es hier auch seltene Käfer gibt. Übrigens, ich werde jetzt nicht die ganze Stadt absuchen und mit den ganzen Leuten reden. Das macht für mich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht wirklich Sinn, weil es halt jetzt noch im Prinzip noch nichts gibt. Oh mein Gott, das ist glaube ich drüber, oder? Nee, ist noch drinnen. Weil es im Prinzip jetzt noch nichts gibt. Spieler gibt es hier haufenweise Quests und sowas und die Leute haben im Prinzip auch nichts Spannendes zu sagen. Ich meine, ihr kennt es aus anderen Let's Plays von mir, dass ich einfach erstmal die ganze Stadt erkunde und mit allen Leuten rede und so. Aber das würde halt hier viel zu lange dauern und wie gesagt, die Leute haben auch nichts Spannendes zu sagen. Oder so, deswegen werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich werde immer mal wieder mit den Leuten reden, so einfach mal so Stichproben, also gucken, was sagt denn der. Aber mehr halt auch nicht, weil die ganze Zeit wirklich abzusuchen und einzureden, wäre ein bisschen krass. Ich weiß aber wieder, da steht Dreikantpark. Das ist das Schild da.
haben sie schön eingedeutscht. Allgemein, ein paar Läden und sowas wurden auch übersetzt und so, die Namen von den Läden. Das ist hier auch an den Straßenschildern quasi das Tram. So. Wow, dieser Käfer hat geleuchtet, wie cool. Das ist ja stimmt ziemlich selten. Mal sehen, wenn ich ein seltener Käfer wäre, wo würde ich mich herumkriechen? Ich weiß, was ich wissen könnte. Der Hausmeister erzählt immer von seiner ausgefallenen Käfersammlung. Ich werde ihn fragen. Übrigens, wenn ihr das Spiel nicht kennt und euch jetzt denkt, ja, aber es ist ja gerade eigentlich nicht wirklich spannend, was hier abgeht. Schätzt das Spiel nicht direkt zu Beginn falsch ein. Es wird echt noch relativ cool. Definitiv. Ich finde zwar den ersten Teil insgesamt noch nicht so krass wie den zweiten. Ich habe zwar nicht viel vom zweiten Teil gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir mega gut gefallen. Noch um einiges besser als der erste Teil. Aber, ja, egal. So, hier haben wir die ganzen Schüler. Obwohl Sommerferien sind, sind die trotzdem in der Schule und, rennen hier rum. Die Kinder hier werden noch relativ wichtig, so ein bisschen. Für Quests und sowas. Und hier ist der Hausmeister eben. Oh, Marvin, hallo! Ich habe die Gespräche der Kinder gehört. Scheint, als bräuchtest du Hilfe. Ich wüsste da ein paar gute Orte, wo man einen Käfer finden kann. So zum Waldberg. Sollen wir gehen und da Käfer suchen? Und jetzt haben wir dunklen Sirup bekommen. Das ist quasi, was, womit man eben die Käfer, besser fangen kann. Weil wenn man das einsetzt, dann erscheint quasi eine neue Markierung. Also man hat halt die ganzen Striche an den dunklen Sirup einsetzt. Wow, so viele Bäume. Hier verstecken sich bestimmt viele tolle Käfer. Ja, dann kommt da eben eine neue Markierung hinzu. Und wenn man halt Glück hat und die quasi meinetwegen eine Lücke füllt, dann kann man die halt viel einfacher bekommen, die ganzen Käfer. So, dann laufen wir jetzt mal hier hoch, würde ich sagen. Was geht bei euch so ab? Oh Mann, ich weiß nicht, was ich als Sommerprojektthema nehmen soll. Gute Frage, ich kann ja leider auch nicht helfen. Magst du Katzen? Hm, Katzen, ja, Katzen sind toll, Katzen, ja, ja. Okay. Was auch mal bei dem los ist. Das Spiel lotst uns schon dahinter. Das war alles großartig. Er hat etwas Magisches an sich. Scheint, als könnte ich hier nicht weiter. Das macht nichts. Mal sehen, welche Käfer ich in dieser Gegend finde. Gucken wir mal. So, hier haben wir so einen Baum. Und hier haben wir ein paar andere Zikaden. Jetzt kann man hier auf alte Nutzen gehen und haben jetzt da halt eine neue Markierung bekommen. Ist halt ganz praktisch, wie gesagt. Um mehr Zeug zu finden, zu fangen, besser halt zu fangen. Die anderen Zikaden sind jetzt weggeflogen, leider. Oh, was soll's. Viele Käfer hier, aber keine seltenen. Das Siegel verschwindet da auf mysteriöse Weise. Der Zaun verschwindet. Also ich meine jetzt Wegversiegelung quasi. Ich weiß nicht, wieso ich es dir gesagt habe. Was ist der Zaun hin? Gute Frage. Naja, es kann nicht schaden, etwas tiefer in den Wald zu gehen. Vielleicht verbergen sich dort großartige Käfer. Wer weiß, wer weiß. Let's take a look. Wäre ich ein seltener Käfer, wo würde ich sein? Wow, was für ein Baum. Was macht das denn hier? Fütter mich, fütter mich. Oh, was? Wer war das? Wer hat das gesagt? Fütter mich, fütter mich. Fütter mich, fütter mich, fütter mich sofort. Wo kommt diese Stimme her? Sie will, dass ich eine Münze einwerfe? Thank you.
Mein Name ist Whisper. Ich bin ein Yokai. Stets zu Diensten. Sehr erfreut. Hättet ihr das gemacht, was der Automat sagt? Was bist du denn? Ich bin ein Yokai. Du bist ein Jo-was? Ein Yokai, hab ich genuschelt. Ich bin ein Yokai, weißt du nicht, was das ist? Oh Kinder, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, vor 190 Jahren. Ein Mönch hielt mich für einen bösen Geist und sperrte mich in einen Stein. 190 Jahre ist es her. Gütiger Yokai, das sind ganze 19 Jahrzehnte. Das sind 2280 Monate. Das sind 9880 Wochen. Das sind 69.397 Tage. Das... Okay, hab's verstanden. Ich soll gehen. Langsam und leise. Blickkontakt aufrechterhalten. Die letzten neun... Hey, wo gehst du hin? Gerade hast du gemerkt, ich hätte den Blickkontakt nicht abbrechen sollen. Lass mich zumindest meine Geschichte erzählen, bevor du dich wegschleichst. Tut mir leid, Whisper. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt mit Käferjagen. Käfer, hm? Die langweiligen alten Dinger. Damit gibst du dich zufrieden. Was meinst du? Käfer sind doch nicht langweilig, aber doch. Wärst du daran interessiert, stattdessen nach Yokai zu suchen? Nach Yokai suchen? Du meinst, es gibt mehr von deiner Sorte? Leg dein Insektennetz beiseite und versuche es mit diesem hübschen Ding. Die Yokai Watch. Wow, cool. Was ist das? Das ist die Yokai Watch. Sie zu tragen macht das Unmögliche möglich. Man verwendet die Uhr, um andere Yokai sehen zu können. Warte. Was, wenn ich sie gar nicht sehen will? Ich weiß es ja zu schätzen, aber ich wollte wirklich nur ein paar Käfer finden. Ach komm schon, sei nicht langweilig. Versuch es mal mit einem Abenteuer. Was war das? Oho, die Yokai Watch schlägt an. Da muss ein Yokai in der Nähe sein. Ich spüre seltsame Schwingungen von dem Baum da drüben. Schau mal nach. Wenn du meinst. So, ja, ich weiß. Da. Ich weiß, liebes Spiel. So, hier an dem Baum. Ich sehe nichts. Natürlich nicht. Du musst ja auch mit deinem Handgelenk schauen, nicht mit den Augen. Siehst du den Knopf an der Seite? Drück ihn. Wow, das Ding ist aufgesprungen. Das ist kein Ding, mein Freund. Das ist eine Yokai-Linse. Guck einfach hindurch und du wirst in der Lage sein, Yokai zu sehen. Und jetzt los, erlebe die Linse in Aktion. Halte die Linse über einen versteckten Yokai, um ihn zu inspizieren. Die Anzeige um die Linse füllt sich, sobald du den Yokai enttarnt hast. Halte die Linse über den fliehenden Yokai, bis die Anzeige voll ist. Ja, jetzt haben wir hier quasi einen Yokai irgendwo. Und können jetzt hier suchen wir den Linse. Und da ist er auch. Und müssen jetzt quasi mit der Linse verfolgen. Okay, das soll ich in Zukunft so machen, dass ich auf mein 3DS schaue. Wenn ich da am PC-Bildschirm gucke, ist das mega seltsam. Wenn ich das gerade mit dem Touchscreen steuere, man kann es übrigens auch mit dem Steuerkreuz steuern, die Linse, ist das voll seltsam. So. Hallo. Das ist also noch so ein Yokai. Das war so ein schönes Nickerchen und du wächst mich auf, ich Ärmste. Ich denke, ich muss mich, rächen oder so, Ich glaube, wir haben sie wütend gemacht. Sie greift dich wohl gleich an. Also, was? Was soll ich jetzt machen? Ganz einfach. Ruf einfach den Rest deiner Yokai-Freunde herbei. Tolle Idee. Warte, ich hab doch gar keine Yokai-Freunde. Das ist aber nicht gegenüber deinem neuen Zikadenfreund hier. Ah, sie leuchtet. Die Zikade leuchtet. Was soll ich machen? Was? Die Zikade hat sie... Was hat sie da gemacht? Ich bin Mitikado. Ich bin ein Yokai, der die Verkleidung an Zikade trägt. Sei gegrüßt, Marvin. Mein Herz raste, als ich eure Fangkünste beäugte. Dann mal danke. Werter Herr Marvin, ich trage euch meine Yokai-Medaille an. Yokai-Medaille? Deine erste Yokai-Medaille. Hier sind definitiv Glückwünsche angebracht. Diese Medaille soll ein Symbol unserer ewig währenden Freundschaft sein. Sollte der Herr je in Not geraten, kann er mich mit der Medaille herbeirufen. Ich werde an eurer Seite sein, schneller als ein Hochgeschwindigkeitszug. Okay, danke.
Yay, ich bin Zicado. Und du bist auch ein relativ guter Yokai direkt zu Beginn. Ja, wir geben ihm keinen Namen. Wir lassen ihn so. Ihr habt mich total vergessen, hm? Ich armer alter Vogel. Oh, richtig. Du wolltest kämpfen. Es tut mir leid, glaube ich jedenfalls. Ich stelle mich euch, gefiederter Feind. Erwartet ihr doch keine Zurückhaltung. Ach komm schon, mach nicht zu ernst. Kannst du nicht einfach aufgeben? Marvin, es ist Zeit für deinen ersten Kampf. Viel Glück! Ja, los geht's. Unser erster Kampf. Und das Kampfsystem ist sehr gewöhnungsbedürftig im Prinzip. Er erklärt uns das, aber das jetzt nicht vor. Und zwar haben wir jetzt quasi hier den Kampf. Der Yokai kämpft von selbst. Wir können jetzt hier auf Ulti-Serie gehen und ihn auswählen. Und dann damit halt Ultis jetzt machen. Das sind quasi sehr starke und bestimmte Fähigkeiten, die halt mega viel Schaden machen und ziemlich krass. Und hier, ihr Yokai hat eigene Ultis jetzt, die machen alles anderes. Manche greifen an, manche heilen, manche machen auch irgendwelche Buffs oder sowas in der Richtung. Und deswegen ist es immer ziemlich cool und man sollte halt wirklich die Ultis jetzt auch zum Kampf benutzen. Was die anderen ganzen Optionen waren, das erkläre ich euch dann in den nächsten Kämpfen. Du solltest Leute nicht einfach ohne Grund angreifen, weißt du? Ich weiß, was machst du jetzt mit mir? Mich grillen? Oder vielleicht frittieren? Ich geh dich ja nichts davon tun. Bringst du mich jetzt also dazu, dich um Vergebung anzuflehen? Eigentlich sollten wir um Verzeihung bitten, wir haben da deinen Schlaf gestört. Ich denke, dann sollte ich dir aber meine Medaille geben. Und dann kommt direkt die zweite Yokai-Medaille von der guten Yamsel. So, ich gebe euch keinen Namen, liebe Yokai. Noch eine Medaille. Doppelte Gratulation. Je mehr Yokai-Freunde du gewinnst, desto mehr Medaillen bekommst du. Sammle sie in diesen praktischen Medaillum, dann bist du für alles bereit. So, und das ist ganz wichtig, das Medaillum. Da gibt es einige spannende Sachen zu entdecken. Wie erwartet, eine erstklassige Leistung von einem erstklassigen Kämpfer. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Gehabt euch wohl, Marvin. Danke, ich jetzt auch. Ich sehe euch, wenn ihr mich das nächste Mal stört. Also, ich bin jetzt mit diesem Yokai befreundet. Ja. Das mag zwar der seltsam sein, aber bist du. So, genau. Das ist das Yokai-Medaille. Dann können wir halt die Yokai angucken. Das ist quasi sowas wie der Pokédex. Aber ich meine, Pokémon hat es nicht. Na, verstehst du Yokai jetzt ein bisschen besser? Es ist schwer zu glauben, dass... Naja, dass Yokai tatsächlich existieren. Ich verstehe, aber Yokai sind in der ganzen Stadt zu finden. Da drüben zum Beispiel... Und da drüben... So ist das Leben. Siehst du? Yokai treiben sich direkt vor deinen Augen herum. Du siehst sie zwar nicht, aber sie sind überall. Nimm deine Yokai-Watch und finde damit weitere Yokai-Freunde. Alles klar? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich vor der Cutscene sagen wollte. Verdammt. Irgendwas wollte ich vor der Cutscene sagen jetzt gerade. Oh, ich hab... Dann lieber die Klappe gehalten. Aber okay. Wie das dann weitergeht, das werden wir uns im nächsten Part wahrscheinlich angucken. Ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein, wenn es wieder heißt Yokai Watch. Na okay, komm, das machen wir jetzt noch, den kurzen Dialog hier. Und Whisper verfolgt uns. Und Nave hat keine Ahnung, oder Marvin hat keine Ahnung, was er jetzt machen soll hier. Also, wieso genau folgst du mir nach Hause? So ist es einfacher für mich, immer für dich da zu sein. Wenn du wie ein Schäfchen guckst, fällt es mir schwer, Nein zu sagen. Ich weiche dir nicht mehr von der Seite. Wenn du jemand etwas wissen willst, was es auch sei, frag mich einfach. Mein Job ist es, auf dich aufzupassen. Warum muss man auf mich aufpassen? Stimmt etwas nicht mit mir? Naja, schau dich an, du bist nur ein kleiner Junge, der ziellos umherhört. Ohne meine Hilfe hättest du dich niemals mit Yokai angefreundet. Gut, ja, das stimmt schon, aber wieso ist das überhaupt wichtig? Gut, dass wir uns einig sind. Ich sehe mir mal mein neues Zuhause an. Na gut, aber du kannst nicht lange bleiben. Oh Mann, er wird ausflippen.
Die kann die Yokai doch eh nicht sehen. Auftritt Jibanyan. Der wahrscheinlich bekannteste Yokai. Aber den sehen wir erst im nächsten Part. Ich bin zu Hause. Ich sag ja nur, es würde dir nicht schaden, bei der Hausarbeit zu helfen. Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die ja etwas tut. Ich arbeite den ganzen Tag und du willst, dass ich danach noch putze. Sie streiten schon wieder. Beziehungen sind kompliziert. Eltern sind nicht immer die beste Freunde. Warum muss das so sein? Das ist eine gute Frage. Dieser unerwünschte Hausgast da drüben weiß vielleicht mehr darüber. Wovon redest du? Wir haben keinen Hausgast. Und wir wetten, da ist ein Yokai und er ist die Ursache für den Streit. Ein Yokai? Wirklich? Wo? Dazu hast du doch jetzt ein Yokai-Watch. Schau mal durch die Linse. Okay, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.